Englisch, Sport, Musik und vor allem Deutsch steht nun auf dem Stundenplan dieser 13 Jugendlichen. Sie sind vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet. Jetzt werden sie am Lessing-Gymnasium in Berlin-Wedding in einer Willkommensklasse unterrichtet und haben mit der Bundesbildungsministerin und Berlins Bildungssenatorin direkt hohen Besuch. Die ersten Eindrücke an der neuen Schule sind positiv. Ich mag die Atmosphäre sehr. Es ist sehr freundlich. Die Lehrer und der Schulleiter sind sehr nett. Wir lernen nun die Sprachen. Ich denke, jetzt ist alles gut für uns. Nicht nur in Berlin, bundesweit nehmen Schulen ukrainische Jugendliche auf. So auch die Max-Ernst-Gesamtschule in Köln, wo die Neuen in einer internationalen Klasse mitlernen können. Unter den rund 250.000 bisher nach Deutschland geflüchteten Ukrainern sind zahlreiche Kinder. Genaue Zahlen gibt es bisher nicht, die Gewissheit nur, viele weitere dürften folgen. Eine zentrale Aufgabe deshalb nun die Integration. Wir müssen auch verstehen, dass in dieser jetzigen Situation natürlich die Menschen, die fliehen, immer den ganz starken Wunsch haben, schnell wieder zurückzugehen in ihr Land. Und das ist verständlich, das ist auch richtig und wir hoffen ja auch, dass das eintreten wird. Aber wenn wir dieses Beste hoffen, dann müssen wir uns doch auf alles andere auch vorbereiten. Dafür soll nun schnell zusätzliches Personal gefunden werden, darunter auch ukrainische Lehrer. Für die neuen Schüler heißt es aber erstmal ankommen und auf dem Schulhof das Willkommensgeschenk ausprobieren.